Hallo ihr Lieben, und da sind wir wieder bei einer weiteren Folge Catchen. Wir machen uns jetzt auf den Weg. Ich glaube, das kriegen wir nicht hin. Ich habe mich in jetzt gerade ein bisschen gelevelt. Ein bisschen was vertickt. Ich hoffe, wir kommen ein bisschen, wir überstehen das Ganze. Ich glaube nicht. Jetzt können wir neun Pfeile verschießen. Und betreten. Ob neun jetzt was hermachen, weiß ich nicht, aber... Oh Gott. Da ist er. Guten Tag, ich hab... Pizza für... Diese Feste gehört nun dem hellen Herrscher! Mhm. Hat er Doppelkopf? In diesem Ding versteht man ja kein Wort! Was? Ich wusste doch, die Stimme kommt mir bekannt vor! Redback? Es gibt so viel zu erzählen, womit soll ich nur anfangen? Wie wär's mit deinem Tod? Was? Du meinst die Sache mit dem Hammer? Das hat nur ein bisschen gekitzelt. Wer einen Uruk töten will, muss ihm den Kopf abschlagen. Klappt wirklich jedes Mal. Naja, zumindest meistens. Was weiß ich, ich war mir da nie ganz sicher. Oh, ich bin ziemlich sicher, es klappt immer. Ich werd's dir demonstrieren. Bruce. Mhm. Willkommen. Der Mensch ist ein Freund. Der Uruk, nicht wirklich. Pass auf, dass er nichts anstellt wie, naja, mich töten. Wie bist du hier gelandet? Ich wurde von diesen Sklaventreibern gefangen genommen. Naja, nicht nur Sklaventreiber, zwei Kannibalen, eine Kommand, feine Kerle. Sie fingen diesen Uruk. Oh, ihm ging es echt dreckig. Wir waren Zellengenossen, bis ich uns befreit habe. Der Uruk rennt raus, Arme fliegen durch die Luft und seitdem sind wir die besten Freunde. Muranam Kirindu Rachanuk. Oh, stimmt. Hätte ich fast vergessen. Ich wollte Ihnen von der Festung erzählen. Danke. Ist eine lange Geschichte. Waldläufer tötet Oberherrn. Festung gehört uns. Waldläufer? Oh, ja. Hab ihn nach dir benannt. Welche Ehre. Na, es war nett, mit euch zu plaudern. Doch der helle Herrscher und ich wollten euch nur sagen, dass die Festung jetzt uns gehört. Heller Herrscher? Tja, du kannst sie haben, heller Herrscher. Ich und Waldläufer sind durch mit dem Oberherrn-Ding. Die reinste Qual. Muss deine Gefolgsmänner immer füttern, muss deine Gefolgsmänner immer trainieren, aufpassen, dass sie dich nicht töten. Na, ist doch nichts als Ärger. Du musst dich nicht länger plagen, denn jetzt bin ich Oberherr. Nein. Nein, nicht du. Alle, nur nicht du. Was immer du brauchst, Waldläufer, ich und Waldläufer sind für dich da. Moment, Waldläufer, etwas verwirrend. Aber eins ist sicher, Bruce wird nicht der Oberherr. Supakin. Für die zwei arbeite ich auf keinen Fall, so viel steht fest. Das ist uns nur recht, wir können gerade auch keine Schwachköpfe gebrauchen. Ignoriere diese brabbelnden Narren. Sie könnten uns nutzen, doch wir müssen unseren Oberherrn mit Bedacht auswählen. Ganz deiner Meinung. Aber ich bin ein mächtiger, gewiefter... Was? Freund dieses Uruks. Na tolle Wurst. Die war ja mir so oder so in den Rücken fallen. Ich glaube, das ist total egal, für wen man sich entscheidet. Hab so... Weiß ich nicht. Denk schon. Wir kämpften und litten. Und doch leben wir. Es gibt eine neue Macht in Mordor. Euch! In den kommenden Tagen schlagen wir weitere Schlachten, erobern andere Festungen. Aber ab heute gehört Mordor euch. Mordor gehört dem hellen Herrscher! Hurra! Schön und gut, aber... Was bringt uns das? Was bringt das für die Orks? Gar nichts. Ob sie nun auf der dunklen Seite kämpfen oder auf der hellen Seite? Ob es nun denen gehört oder denen gehört?
sieht doch ganz nettig aus. Du Scheiße. Ja, und jetzt? Was ist mit dir? Was? Ich kann hier nicht zum Oberherr? Ach du meine Güte. Ja klar. Wer ist denn das? Alter. Wie mache ich denn hier zum Obersten? Ach du meine Güte. Wieso soll ich mich jetzt entscheiden? Ich will mich nicht entscheiden. Wenn man klein nehmen, dann muss ich... Denn... Oh Gott. Ich würde sagen... Wir nehmen... ihn? Ich weiß es nicht. Oder wir nehmen so einen kleinen, wie gesagt. Wenn... Oh Gott. Wenn er uns in den Rücken fällt, dann haben wir einen kleinen an der Backe. Aber der neue gilt. Oh Mann, das können die nicht machen. Episch. Er ist aber entflammt. Nehmen wir ihn? Oder nehmen wir ihn? Ich weiß nicht. Ich bin trotzdem großen. Wer weiß. Er ist episch. Ja, toll. Nimm mal ihn, erst von der Stufe her 13, komm. Und? Ah, dann haben wieder viel an meiner Backe. Egal. Furcht vor Gift. Ach, komm, nee. Ich nehme ihn hier. Da können wir uns wenigstens ranschleichen, besonders anfällig. Wie... Ist er Schleichangriffen benommen? Ja, da haben wir wenigstens eine Chance. Ja, okay. Was? Kann ich da unten aber noch? Ich habe doch da unten noch Mitspracherecht, oder nicht? Jetzt haben wir in Mordor Fuß gefasst. Wir sollten unsere Abwehr stärken, bevor Sauron sich zurückholt, was er verloren hat. Es gilt noch viele Festen zu erobern. Und den Palantir in Minas Morhul. Wir müssen unsere nächsten Schritte mit Bedacht wählen. Ja, ja, unbedingt. Was haben wir hier unten? Ist das meins? Ich bin überfordert. Müssen wir gucken. Wieso denn der? Artsgräls. Oh. Ah. Aber ich hätte lieber getauscht. Ich hätte getauscht. Positionswechsel. Ich hoffe, der nimmt es mir nicht allzu übel jetzt da unten. Du kannst aber ihn... Blut und... Warte mal. Ah, das muss durchdacht sein. Gosh. Befehlen. Nicht befehlen. Nicht Positionswechsel. Urlasu. Nein, auch nicht Position. Mein Gott. Hier. Prag. Positionswechsel? Nee. Bewachen? Sehr schön. Haben wir hier noch irgendwie etwas Größeres am... Ja klar, der ist... 11. Oh Gott. Hier der neue... Den Nörgler? Tuhorn.
ja. Können wir noch mehr machen? Bevor die hier alle, dann haben sie, sind sie wenigstens alle beschäftigt. Ja, warum nicht? Sei mal schön Leibwächter. Wen haben wir jetzt noch nicht? Ihn hier. Soon. Den werden wir auch noch hier. Sollen wir schön bewachen. Ich hoffe, das wären keine Verräter. So, hier sind wieder ein paar. Ein paar dazugekommen. Was kann man mit dir machen? Kann man gar nichts machen. Gut. Was haben wir denn hier bekommen? Oh, Fähigkeit. Nee, durch. Nö. Nee, will ich auch nicht. Ja, einfrieren ist nicht schlecht. Was haben wir hier? Aha. Hatten wir das nicht? Kommt mir irgendwie bekannt vor. Meinen Zorn, was haben wir denn nochmal? Ja! Nicht immer dastehen. Sehr schön. Wir haben das. Ich guck mal auf die Karte. Was sagt uns denn die Karte? Was haben wir hier? Die Festung da. Jetzt sein, das war allerdings nur die erste Schlacht, die irgendwie getragen wurde. Was noch viel? Was? Noch viele weitere? Um Gottes Willen. Ich weiß gar nicht. Ich bin jetzt total überfordert. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll. Er läuft nur Apple. Finde ich schön. Toll, wir halten uns auch so lange. Gut, unsere kleine Farm. Sieht doch ganz nettig aus. Gut. Ich glaube, wir müssen mal was tun. Und zwar... Wir gehen einfach mal zu ihm. Die nächste Aufgabe ist bestimmt wieder rumcatchen. Oder wollen wir das einfach? Kommt, Leute, wir tun es einfach mal. Müsst ihr jetzt nicht durch die Gegend rennen und da Leute rekrutieren? Hm. Oh, ich bin Stufe 21. Kommt, wir aktivieren das einfach mal. Mal gucken, was als nächstes kommt. Ja, die saufen hier. Hört auf zu saufen, Mann. So, die Festung da. Blablabla. Ja, schön. Muss ich jetzt die nächste? Eine Sache hätte ich fast vergessen, dir zu sagen. Ja? Du hast jetzt meine Festung, aber irgendwann wird die angegriffen. Aber wem sage ich das? Du hast sie ja selbst schon mal angegriffen. Hast du übrigens gut gemacht. Aber die Defensive ist nicht deine einzige Option. Du hast Speer, die feindliche Festungen ausspionieren können, um deine eigenen Angriffe vorzubereiten. Wie sagt man so schön? Angriff ist die beste Verteidigung. Und sorg dich nicht, wenn dir mal die Orks ausgehen. Solltest du neue Rekruten brauchen, rede einfach mit diesem Trottel namens Kopfjäger. Er besorgt dir welche. Oh, Schreck! Ich habe Waldläufer gar nicht gefüttert, bevor ich ging. Der wird übel drauf sein, ich muss sofort zurück.
Ich komme, Waldläufer! Mhm. Es, ich weiß nicht, deine Festung. Aha. Was? Ich will nicht. Was soll das? Warte mal. Ach, falscher Knopf, Mensch. Falscher Knopf, ihr Lieben. Sorry. Joystick hat so viele Knöpfe. So, was ist denn jetzt? Was ist hier? Jeder Festung verfügt zwar über ein Übungsgelände, aber es gibt keine besseren Plätze für Orks. So verfallen als die. Als Boss. Aha. Tja, dann gehen wir mal dahin. Die Kampfgruben sind der perfekte Ort, um die Stärke unserer Orks zu prüfen. Stimmt. Hoffentlich kriegen wir einen Platz. Hm, ich hoffe, da wird keiner umkommen. Wenn der helle Herrscher so viel Elbenmagie beherrscht, warum unternimmt er dann nicht gegen die Herrscher, versuchst du dich selbst zu verletzen? Siehst du, da geht's nämlich schon los, ey. Fallen mir doch alle in den Rücken. Jetzt reicht's mir. Ja, genau, ich will jetzt ein bisschen reiten. Damit es schneller geht. Komm, einmal hübsch hier nach oben. Aber ich musste auch dieses komische Vieh hier. Kommt man hier hoch? Nein, hätte ja klappen können. Diesen Umfahrt habe ich doch da. Warte mal. Ich kann da noch. Ich muss da noch mal Karte gucken. Ich hier überhaupt richtig lang. Schleicht hier ja. Nö. Ich kann doch Karte. Die müssen wir noch erobern. Wo ist eigentlich die Stadt, wo wir angefangen haben? Die war doch da oben. Keine weitere. Keine weiteren Aufgaben für uns. Och, willst du mich jetzt rollen? Einfach nur raus aus dem Dings hier. Geh spielen. Genau, alles klar, starten. Ah, die Kampfgruben. Weißt du, hier werden nicht nur Ohrköpfe abgeschlagen. Obwohl ich das wirklich gar nicht genug empfehlen kann. Nein, in den Kampfgruben stellst du auch deine Gefolgsleute auf die Probe und beobachtest, was sie mit anderen Typen anstellen. Hier gibt's ständig starke Orks zum Kämpfen und wenn deiner überlebt, macht ihn die Erfahrung noch stärker. Wenn er abkratzt, ja, dann hat der andere einfach mehr drauf, also wäre das ein potenzieller neuer Rekrut. Und egal wie der Kampf ausgeht, deine Jungs werden das Blutbad lieben. Nichts verleiht mehr Kampfgeist als ein paar Gefallene. Na, wunderbar. Los, steig auf. Und? Hat es nicht Spaß gemacht? Grog getrunken, laut gelacht, Blut vergossen und Grog getrunken. Die Kampfgrube ist unvergleichlich. Das war's? Alter, der sieht ja unheimlich aus. Das Bild von dem.
Nee, komm, jetzt hat er das Gebiet beherrscht, kannst du deine Großleute in die Kampfgruppe schicken, alles klar. Die überlebende Großleute Stufe, aber denk daran, dass das Level eines Gefolgsmanns niemals sein kann. Eigenes. Um einen Gefolgsmann in einem Kampf mit einem Ork zu schicken, begib dich zum Startpunkt des Auftrags. Jedes Gebiet hat drei Kämpfe unterschiedlicher Schwierigkeitsstufen. Gewinn, um den nächsten freizuschalten, wenn du all der Reihe gewinnst, hältst du die Leiter für Festung diesen Gebiet. Aha, du kannst. Oh, sorry. Nie? Was? Was? Ich will jetzt eine kritische Reise hinmachen. Ja, da sind wir. Ich glaube, da müssen wir weg. Warte, 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 warte. Wo wollen wir denn hin? Ja. Gehen wir mal hier gucken. Ja, möchte ich. Oder soll ich da hinreiten, Mensch? Oder hinfliegen? Oh Gott. Ach nö, hier sind doch keine Drachen, oder? Die werden wir uns auch unter den Nagel reißen, ganz einfach. Herausforderungen, da du durch Mode reisen kannst, hast du auch Herausforderungen. Stehst du also ab, um deine Fähigkeiten zu verbessern und Belohnung zu verdienen. Eine Herausforderung kannst du dir im Auftragsmenü ansehen. Danke! Was? Ich will das jetzt noch nicht. Och Gottchen! Oh, wer soll denn hier durchsehen? Was ist. Wer soll denn hier durchsehen? Ja, ja, wunder, wunder, wunderbar, wunderschön, wunderschön. Ja, ja, das vergessen wir schon. Gut, ihr Lieben, dann mache ich hier mal. Hübsch sieht's hier aus. Mache ich hier mal eine Pause und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Mal gucken, was hier uns so erwartet. Schon wieder Ochse beherrschen. Bis dann, tschüss.